Servus, ich bin der Rio und ich trinke Bier. Und wenn ich tippen darf, ja, das kommt schon, aber von der Form her, es könnte ein Weißbier sein. Haben wir Freunde aus Italien mitgebracht. San Gabriel, Birrificio, Veneto, Birra Weisse. Ja, Birra Weisse. Machen wir es mal auf. Weißbier. Obergärige Getreide mag ich ja ganz gern. Ganz machen wir die halbe nicht voll. Ein bisschen grobporiger Schaum. Große Blasen, bernsteinfarbenes Bier, ne, ein bisschen heller. Auch vom Geruch her. Ein bisschen Frucht ist drin, ich weiß schon wieder mal nicht welche. Könnte Mandarine sein. Ne? Naja, Weißbier typischer Geruch, ein bisschen intensiver. Ein bisschen spritziger als das normale Weißbier. Man schmeckt, dass es keine große Brauerei ist. Wenn man Italienisch nicht vorhanden, Italienischkenntnis würde versuchen. Standarddrinks. Oh, zweifacher Standarddrink ist das. 50% die Frumento, Birra, Mossa und Aromatica. Na, was das immer heißt. Weizenmalz, Wasser, Malz, Hopfen und Hefe, also nach dem Reinheitsgebot gebraut. Alkohol hat das bestimmt auch. Nein, hat es keinen. Bloß die Menge ist der zweifache Tagesbedarf von Alkohol. 5% Alkohol, vorne steht es drauf. Gut. Heute ist ein schöner Sommertag. Den Rest heben wir auf, Tomate, Mozzarella, draußen im Garten, an Italien denken, an den nächsten Urlaub. Aber typisches Weißbier, vielleicht ein bisschen spritziger. Ja. Hefe finde ich gar nicht, vielleicht eine Flasche noch. Viva Italia. Servus.